Hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir müssen reden. Und zwar ist heute Folgendes passiert. Heute Morgen ist angerückt im Hambacher Forst die Polizei, um zu vertreiben die Besetzer vom entsprechenden Wald. So. Und das haben sicherlich einige von euch mitbekommen. Das ist relativ prägnant in den Medien heute. Außerdem, die Situation mit dem Hambacher Forst betrifft ja auch relativ viele Waldfreunde und insbesondere wer da halt eben mehr oder weniger in NRW wohnt, was in Deutschland ja viele tun, der hat das sicherlich mitbekommen. So, was ist da los für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben? Der Hambacher Forst, das ist ein kleines Stück Wald, der ist momentan nur noch so irgendwas ein bisschen über 200 Hektar groß. Der war schon mal größer, wurde bereits angefangen zu roden, weil nebendran ist entsprechend ein großer Tagebaukrater für Braunkohle von eben RWE. Heißen die so? Also die große Energiegesellschaft, der große Energiekonzern von Nordrhein-Westfalen, ne? Ist klar, aber den kennt man ja. Gut, also Folgendes, die haben da also nebendran ihren Tagebau und wenn sie ihren Tagebau vergrößern wollen, und das wollen sie ja von Zeit zu Zeit, dann müssen sie entsprechend das, was vorher auf dem Boden, den sie jetzt wegbuddeln, drauf gestanden ist, eben entsprechend entfernen. Das ist nichts Neues, das kennt man, deswegen sind schon ganze Dörfer zum Umzug gezwungen worden, beziehungsweise wurden dann woanders nochmal neu aufgebaut und vollständig abgerissen und so weiter und so weiter. Hat man alle schon erlebt, hat man alle schon gehört, ist so gesehen jetzt nichts allzu Neues. Spannend ist jetzt in diesem Fall allerdings Folgendes. Erstens, besagter Wald, der da weg soll und gemeint sind wahrscheinlich, so ganz klar ist das nicht, dass die Quellenlage sich ein bisschen uneinig, also mindestens 100 der verbliebenen 200 Hektar, die da von diesem Wäldchen noch weg sollen, es würde bei der aktuellen Rodungsabsicht wahrscheinlich nach der einen durchaus plausiblen Karte, die ich gefunden habe, noch so ein kleiner Zipfel unten dran übrig bleiben. Ich schätze den grob auf vielleicht nochmal so 60 Hektar plus nochmal so ein anderer winziger Zipfel, der dann nochmal quasi als separat stehendes Wäldchen mit kaum einer Verbindung zum Hauptwald von 60 Hektar dann eben da entsprechend übrig bleiben würde. 200 Hektar klingt, also was noch jetzt da ist, klingt jetzt erstmal, ja, das ist ja schon, ne? Nein, das ist wirklich ein relativ kleines Waldstück. Da kann man ziemlich schnell durchlaufen. Wobei jetzt relativ kleines Waldstück ist natürlich relativ, ne? Für mich ist das ein winziges Waldstück, weil ich es gewohnt bin, an einem riesigen Wald, der quasi überhaupt nicht mehr aufhört, sozusagen, zu wohnen. Für andere Leute, die überhaupt keinen richtigen Wald vor der Haustür oder in der Nähe haben, ist das dann schon relativ beachtlich, dieses entsprechende Waldstück. Es handelt sich beim Hambacher Forst um den Eichenhainbuchenwald, ein Capinoquercetum. Caprinoquercetum, Entschuldigung. Das ist eine typische Eichenwaldgesellschaft, eben noch mit viel Hainbuche drin, sehr urtümlich, eine natürliche Waldgesellschaft, die in diesem Wald größtenteils auch in Form der natürlichen Waldgesellschaft verwirklicht ist. Und ich erzähle euch das deswegen, weil das ist durchaus selten. Das haben wir auf so etwa 5-10% der deutschen Waldfläche. Überhaupt nur solche Zustände, wo man sagen kann, dass da einigermaßen die natürliche Waldgesellschaft dasteht. Und was noch erschwerend dazu kommt, wir haben da auch sehr, sehr alte Eichenbestände. Normalerweise, das ist ja ursprünglich auch ein Wirtschaftswald gewesen, erntet man so eine Eiche spätestens, teilweise werden sie auch noch ein bisschen später geholt, das ist aber dann wirklich eine Ausnahme, 250 Jahre. Inzwischen ist von Seiten des Naturschutzes relativ laut geworden, dass man alles, was älter als 150 geworden ist, automatisch unter Schutz stellt. Was bei alten Eichenbeständen, die extra so lange stehen gelassen wurden, damit die Eichen dann irgendwann mal super wertvoll sind, aus wirtschaftlicher Sicht schwierig umzusetzen, beziehungsweise auf wenig Wohlwollen des entsprechenden Waldbesitzers stoßen dürfte. Aber besagte Eichen, die
da sind, sind ja schon bereits über 300. Und da besteht für kaum noch jemanden, auch nicht für den geneigten wirtschaftlich interessierten Forstmann, großer Zweifel daran, dass man dann so einen alten Wald doch gegebenenfalls am besten unter Schutz stellen sollte. Es ist ohnehin eine große Diskussion, wie viel von dem verbliebenen Wald, den wir dann jetzt noch alten Wald, den wir in Deutschland denn jetzt noch haben, muss man denn jetzt nun unter Schutz stellen, muss man den jetzt komplett unter Schutz stellen und darf die wertvollen alten Bäume überhaupt nicht mehr schlagen oder wie auch immer. Aber bei 350 Jahren, grob, oder bei über 300, da herrscht eigentlich ein ziemlicher Konsens, dass man also spätestens da die Grenze setzt, wo man dann sagt, okay, dann säen wir das unter Schutz, das tut dann auch niemandem mehr weh, das ist jetzt so überaltert, ist eh nicht mehr viel wert, die Chance, dass da noch irgendwie der Pilz drin ist und so weiter und so fort und das grundsätzlich sehr wertvolle Holz dann entsprechend irgendwie entwertet wurde, ist recht hoch, ne? Aber ja, also da würde es sich auf jeden Fall aus naturschutzfachlicher Sicht lohnen, daraus in irgendeiner Form ein Schutzgebiet zu machen, mindestens ein Landschaftsschutzgebiet, irgendein Waldbiotop wäre auch ganz wünschenswert. Man könnte auch über ein Naturschutzgebiet nachdenken, wenn das die entsprechenden Behörden eben wollen würden. Man könnte darüber nachdenken, es ist nicht automatisch eins. Es gibt auch so Fälle, wo das Vorhandensein einiger einzelner, streng geschützter und super seltener Arten komplette riesige Großbauvorhaben verhindert, beziehungsweise Autobahnumleitungen notwendig wird und so weiter. Aber das ist interessanterweise meistens nur dann der Fall, wenn es sich um eine europäische oder weltweit geschützte Art eben entsprechend handelt. Und das haben wir hier jetzt wohl leider nicht. Also jedenfalls reichen die Argumente juristisch, also auf juristischer Ebene, die der BUND, also der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, da eben entsprechend vor Gericht vorgebracht hat, auch mit irgendeiner unglaublich seltenen Fledermaus hat, die in diesem Wald vorkommt, nie aus, um da eben entsprechend aus juristischer Sicht diese Rodung zu verhindern. Ne? Also da ist jetzt alles ausgeschützt, erschöpft, also man kann in diesem Fall nicht mit, da wohnt die so und so Eidechse und die muss erst umgesiedelt werden, damit das Projekt entsprechend stattfinden kann. Sowas in der Richtung kann man da nicht bringen. Übrigens, das Beispiel mit der Eidechse ist so stattgefunden in Weil am Rhein. Da sollte das große Museum mit dem Stuhl davor, wenn da zufällig mal vorbeifährt, ich kann mir nie merken, wie das heißt, das sollte da gebaut werden mit dazugehöriger Anlage. Das ist wohl irgendwie was mit viel Kunst und super wichtig und inzwischen auch für den Ort durchaus nicht schädlich, also wirtschaftlich sowie kulturell. Aber da, wo das gebaut wurde, sollte, gab es halt so super seltene Eidechsen und die musste man dann tatsächlich für ein stattliches Sümmchen von, ich weiß nicht mehr, 50.000 Euro alle einsammeln und umsiedeln lassen. Ob sie nicht jetzt doch wieder zurückgekommen sind und da jetzt wieder irgendwo wohnen, das ist die große Frage. Man meint, das könnte durchaus so sein, aber ja, solche Absurditäten in Anführungszeichen gibt es dann da häufiger. Es bringt auch nicht viel, die einfach woanders hinzusetzen. Deswegen haben die ihren ursprünglichen Lebensraum trotzdem verloren. Also das ist immer so ein bisschen fragwürdig, was solche Umsiedlungsmaßnahmen überhaupt bewirken können. Gut, jetzt habe ich viel um den heißen Brei herumgeredet. Wir haben aber jetzt so ein bisschen beschrieben, dass es diesen Wald gibt und das aus naturschutzfachlicher Sicht, der zwar wertvoll ist, aber nicht so wertvoll, dass man damit problemlos ein entsprechendes Urteil durchkriegt, mit dem dieser Wald bis in alle Ewigkeit zu schützen wäre. So, tatsächlich ist es nämlich außerdem so, bezüglich dessen, dass dieser Wald ja jetzt vom Eigentümer gerodet werden soll, weil in den 70er Jahren hat das entsprechend neben diesem Hambacher Forst liegende Dorf, dessen Namen ich mir jetzt leider nicht notiert habe, aber ist auch nicht so wichtig, das Dorf daneben halt, und das Ganze spielt in NRW, ne? Das vielleicht auch noch hinzuzufügen, was nicht so schwer zu erraten ist, wenn wir gerade von Braunkohletagebau reden. Aber jedenfalls das entsprechende Dorf nebendran, da war mal Waldeigentümer, also Waldbesitzergemeinschaft, ne? Da hat jeder halt ein kleines Stückchen von diesem Wald gehabt, wie es ganz oft bei gemeindenahen Wäldern der Fall gewesen ist früher. Und die haben dann halt quasi gemeinschaftlich gegen entsprechende Entschädigung selbstverständlich ihren Wald dann auch eben an die Firma NRW verkauft. RWE, Entschuldigung. Ich schmeiße immer das Bundesland und den Stromkonzern durcheinander, aber ihr wisst ja, was gemeint ist, ne? So. Und jedenfalls
hat das dazu geführt, dass denen dieser Wald schon lange gehört. Also und die haben auch schon relativ lange wahrscheinlich, soweit man das irgendwie durchblicken kann, die Absicht, da eben entsprechend diesen Wald zu roden. Ein Stück haben sie ja auch schon gerodet und jetzt wollen sie halt nochmal den größten Teil des verbliebenen Restes eben entsprechend ans Leder. Und das ist auch schon eine Weile bekannt, denn da hocken jetzt schon seit 4 bis teilweise sogar 6 Jahren anscheinend irgendwelche Aktivisten in diesem Wald. Ja, und die wollen halt eben entsprechend durch an den Baumketten, durch Panzersperren, also Baggersperren aufstellen und Steinchen schmeißen und sonst wie protestieren und skandalieren und Plakate aufhängen und so weiter und so fort. Verhindern, dass die Obrigkeit, die böse, böse Obrigkeit eben entsprechend auf die Idee kommen könnte, sie erstens aus dem Wald zu schmeißen und b, den tatsächlich platt zu machen. So, jetzt muss ich kurz lesen. Ich habe mir nämlich ein paar Notizen gemacht. Dieser Wald, also der Hambacher Forst, gehört eben RWE. Ne? So, und trotzdem, das wäre jetzt vielleicht noch wichtig, dass man einfach mit den rechtlichen Hintergründen das nicht ganz außer Acht lässt, dürfen die da nicht einfach so roden, auch wenn das ihr Wald ist, denn es steht im Bundes- und auch in den Landeswaldgesetzen von nahezu jedem Bundesland, soweit ich da informiert bin, in irgendeiner Form irgendeine Klausel drin, manchmal ganz direkt, manchmal muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, die verhindert, dass der Wald per se einfach mal so gerodet werden kann. Wer also Waldeigentümer ist, jetzt zum Beispiel als Privatmann, der wird selten, sehr, sehr selten überhaupt nur die Genehmigung bekommen, diesen Wald zu roden. Er kann da einen Kahlschlag machen. In manchen Bundesländern sehr schwierig, in anderen Bundesländern vergleichsweise einfach. Und dann steht da in dem Sinne auch erstmal kein Baum. Die Fläche bleibt aber Wald. Also es geht nicht, dass er einfach hingeht und seinen Wald quasi alles abhaut und dann sich da meinetwegen sein Sommerhäuschen hinbaut oder seine zweite Villa im Grünen, weil das ist ja kein Bauland damit, sondern es bleibt Wald. Und im Wald darf man nicht bauen, weil es kein Bauland ist. Also ja, manche Vorschriften bei uns. Ich meine, es ist ja gut, dass man im Wald nicht bauen kann, ohne jeden Zweifel. Aber das liegt nur daran, dass es kein Bauland ist. Egal. Jedenfalls dürfen die jetzt leider schon roden, weil sie nämlich den Antrag auf Rodung bewilligt bekommen haben. Und das ging durch so ziemlich alle Instanzen und es wurde auch der aktuelle und ich glaube auch der vorhergehende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen eben entsprechend gefragt, was er denn davon hält und ob er da größere Einwände hätte und oder warum er die denn nicht hat. Und offensichtlich hat er die aktuell auch gerade immer noch nicht, weil das letzte Statement von ihm bezüglich eben der Frage des Hambacher Forst war es halt, dass die da halt sehr wohl eben entsprechend roden dürfen, weil sie halt nun mal die Genehmigung vom entsprechenden Amt dazu auch bekommen haben. So viel zu den Behörden, die halten zusammen und bleiben unter sich in diesem Fall. Damit dürfen die jetzt theoretisch, nachdem auch die entsprechende Klage abgewiesen wurde, die dann vom BUND kam, also vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, die sind auch abgewiesen und damit dürften sie jetzt theoretisch loslegen, sobald die Rodungssaison begonnen hat. Ne? Aus Gründen forsttechnischer Natur darf man roden erst ab Oktober in NRW. Ich weiß nicht auswendig, wie das in anderen Bundesländern aussieht, aber in NRW ist das jedenfalls so. So, heißt, damit könnten sie theoretisch am 1. Oktober anfangen. Das geht aber auch nicht, weil das eine kleine Entgegenkommen, was RWE bezüglich der Proteste am Abholzen dieses Waldes der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, gemacht hat. Das eine kleine Entgegenkommen, mehr gibt es nicht, dieses eine kleine gibt es, besteht darin, dass sie gesagt haben, wir warten noch, bis das nächste Verfahren durch ist. Weil die sind in Berufung gegangen und eine Gerichtsstufe höher. Und ich glaube, Aachen ist zuständig. Nee, nicht, doch, ach, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendeine größere Stadt, Entschuldigung, ist eben entsprechend jetzt zuständig und ein höheres Gericht zu prüfen, ob das denn jetzt nun rechtmäßig ist, dass die da roten oder nicht. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es rechtmäßig, weil es ist ihr Wald. Es war von vornherein, selbst beim Verkauf des Waldes, bereits klar, dass der früher oder später deswegen von einem Tagebauunternehmen gekauft wird, um da halt Tagebau zu betreiben. Da ist halt Kohle unterm Wald, ist klar. Das ist also eigentlich wirklich
wirklich nicht überraschend. Und auch die Genehmigung ist, glaube ich, aus verwaltungsrecht technischer Sicht bloß mehr oder weniger eine Formalität gewesen. Ne? So, jetzt muss ich nochmal lesen. Von der Bundesregierung gibt es diesbezüglich überhaupt keine Statements, die in irgendwelchen Medien zu finden waren. Es gibt vom Chef von Nordrhein-Westfalen eben nur die Joja, die dürfen roden Aussage. Und jetzt wird es nämlich noch interessant, weil wir jetzt einen Haufen Gruppierungen haben, die bei diesem ganzen Konflikt eine Rolle spielen. Und die möchte ich jetzt jeweils mal ein bisschen durchgehen und mitteilen, was die da jeweils jetzt gesagt, getan haben und was das für Auswirkungen hat und warum ich dann zu dem Schluss komme, zu dem ich dann irgendwann mal komme. So, und zwar gibt es zunächst mal in unspezifischer, willkürlicher Reihenfolge, die ich jetzt mal als die Gestalten im Wald bezeichnen möchte. Da haben wir es wahrscheinlich nach Angaben der Polizei und nach eigenen Angaben, weil es wurde mit denen natürlich auch Interviews geführt, von zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung, da gibt es ein sehr gutes, das ich da gelesen habe. Da sind, so wie man das so grob erahnen kann, wohl zwei verschiedene Gruppierungen von Aktivisten da jetzt unterwegs. Da gibt es zum einen mal wirklich die, ich nenne sie absichtlich durchaus so, weil das sind sie ja auch, die radikalen Umweltschützer. Und es gibt tatsächlich die linksextremen Krawallmacher, die einfach nur da sind, wo sie halt gut gerade Krawall machen können, aus der Masse raus, ohne selber großartig erwischt zu werden. Also mit Letzteren rechnet zumindest die Polizei, dass die spätestens dann aufkreuzen, wenn die große Räumungsaktion begonnen hat, was dann auch ein gutes Argument dafür wäre, weshalb die große Räumungsaktion heute so sang- und klanglos, so plötzlich aus nichts quasi begonnen hat, mit dem Argument, dass Gefahr im Verzug wäre. Dazu kommen wir dann später noch. Interessant sind jetzt beide Gruppierungen. Erstens mal die linksextremen Krawallmacher, die kennt man aus dem G8-Gipfel aus Hamburg. Ne? Das waren, sind wahrscheinlich die gleichen und davon geht man zumindest aus, dass die da wieder aufkreuzen und mehr oder weniger nur um des Krawalls wegen und gar nicht so sehr wegen der Sache da unbedingt Steine schmeißen wollen. Und zwar nicht wortwörtlich Steine schmeißen wollen. Gut, die sind ein Problem, weil die den ohnehin schon nicht guten Ruf und die ohnehin schon politisch sehr fragwürdige Herangehensweise, wie ich finde, der Öko-Aktivisten entsprechend so ein bisschen behindern. Ne? So, folgendes. Grundsätzlich in der Sache bin ich ja durchaus der gleichen Meinung wie die Gestalten, die da im Wald auf dem Baumhaus hocken. Ne? Der Wald gehört nicht gefällt und das jetzt, wo die Zukunft der Braunkohle, insbesondere der Braunkohle, so überaus fragwürdig ist, noch kurz bevor die entsprechende Kohlekommission, die gerade in Berlin tagt, also jetzt nicht gerade zur Stunde, aber zum Tag vielleicht schon, entsprechend kurz davor sein soll, so ist es zumindest geplant, eben entsprechend den Fahrplan der Bundesregierung für Braunkohle für die nächste Zeit, bis 2020 mindestens, eben entsprechend festzulegen. Und so ist das zumindest gedacht worden, wenn es auch, glaube ich, nicht konkret ausgesprochen wurde, auch einen Termin für den Kohleausstieg zu finden aus dem Energiemix. Die sind also jetzt gerade dabei und bis Ende des Jahres sollen sie das haben. So, wir haben Mitte September, das heißt, es ist nicht mehr lange hin. Warum jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo das nicht mehr lange hin ist, es unbedingt notwendig ist, jetzt so schnell wie möglich noch den Hambacher Forstplatz zu machen, damit man auch ja schön viel entsprechende Erde hat, wo man noch entsprechend Kohle rausbuddeln kann, um ja jedes bisschen Ressource, was noch zu kriegen ist im Boden, noch schön rauszuholen, bevor man es nicht mehr darf. Warum das jetzt noch notwendig ist, das verstehe ich hinten und vorne nicht. Davon mal abgesehen, dass Kohlenutzung ohnehin, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren, da fangen wir jetzt gar nicht an. Weil, dann habe ich wieder die Diskussion mit denjenigen, die nicht an den Klimawandel, der anthropogen verursacht ist, glauben. Und die möchte ich gerne umschiffen. Ich bin mir nämlich sicher, dass jeder, der hier zuguckt, durchaus ein Interesse daran hat, Wälder zu erhalten. Unabhängig davon, ob die jetzt nun für den Klimawandel wichtig sind oder nicht. Deswegen lassen wir das Argument doch einfach mal außen vor. Wer möchte, kann es als zweiter großer Grund und als zweite große ideologische Antriebsfeder dieses ganzen Streites sehen, dass es hier quasi gegen
Klimaschutz gegen Kohleindustrie geht. Man könnte auch sagen, Waldschutz gegen Kohleindustrie, oder man nimmt halt einfach beides, was wahrscheinlich die beste Idee ist. So, und in der Sache, dass man diesen Wald gefällig schützen muss und die Kohleindustrie jetzt nicht kurz vor ihrem Aus nochmal ein riesiges zusätzliches Loch graben muss, da bin ich absolut der Meinung derjenigen, die da im Wald hocken und da eben entsprechend sich an Bäume ketten und so weiter und so fort. Aber ich bin bei Umweltpolitik und auch bei sonstiger Politik grundsätzlich kein Freund von extremen Lösungen. Extreme Ansätze führen immer zu einer Friss- oder Stirb-Politik. Das heißt, der anderer Meinung ist, kann nur 100% nachgeben, sein Gesicht verlieren und das genaue Gegenteil behaupten von dem, was er bisher immer gesagt hat. Das möchte keiner. Wenn man also mit einer, wir müssen jetzt mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln Plan A durchführen, auf die Gruppe zugeht, die sagt, wir müssen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln Plan B durchführen, dann kann es überhaupt keinen Kompromiss geben und so kann niemals in irgendeiner Form irgendeine Lösung, die irgendwen weiterbringt, gefunden werden. Insbesondere wenn die Gruppe, die im Wald hockt und meint, wir müssen auf jeden Fall mit jeder zur Verfügung stehenden Methode die Natur schützen, insbesondere wenn die sagen, wir verzichten dabei aber zusätzlich noch auf Gewalt. Es könnte funktionieren, wenn eine Partei die andere umbringt. Das ist eine nachhaltige Lösung, die dazu führt, dass danach das Problem tatsächlich gelöst ist. Es kommen dann eventuell auch Folgeprobleme wie Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder sonstige schöne Dinge auf denjenigen zu, der die entsprechenden Leute da im Wald runtergeschossen hat von den Bäumen in diesem Beispiel jetzt. Demzufolge wird das wahrscheinlich nicht passieren, hoffe ich sehr. Aber eine nachhaltige Lösung wäre es nicht, weil dann kommen die Nächsten und hocken sich dann auf den Baum. Und das nächste Mal mit Gewehren und so weiter und so fort. Also ich halte es für immer falsch, immer, ausnahmslos immer, wenn man sich keinen Millimeter bei seiner Position bewegt. So, und weder bewegt sich RWE irgendwie für die Öffentlichkeit sichtbar in irgendeiner Form in irgendeine Richtung, sondern beharrt schön starr auf ihrer Meinung, gibt keine Interviews und äußert sich in der Öffentlichkeit überhaupt nicht. Genauso wenig tun das die Typen, die da auf den Bäumen hocken. Die werden da so lange auf den Bäumen hocken, bis man sie halt eben entsprechend runtersägt, rausmeißelt, wenn sie sich einbetoniert haben und so weiter und so fort. Und deswegen in der Sache bin ich voll und ganz ihrer Meinung, was diesen speziellen Fall angeht. Ich bin aber nicht Anarchist und auch nicht irgendwie Ökoterrorist und so weiter und so fort. Das Problem ist nämlich, man schadet meiner Meinung nach, und das möchte ich in diesem Zusammenhang auch unbedingt mal erwähnen, der Sache Naturschutz ganz außerordentlich, wenn man eben zu sehr Ökoterrorismus betreibt. Grüner Terror nennt man das auch. Wenn man also quasi derartig als ein so nerviges, kleines, grünes, ekelschlechtes Gewissen der Gesellschaft durch die Gegend rennt, und um es mal wirklich bildlich zu übertreiben, ne? Und jeden nervt, du da, du bist ein Umweltsünder. Ich habe gerade gesehen, wie du dir mit einem Feuerzeug eine Zigarette angestückt hast. Erstens, Zigaretten haben einen erhöhten CO2-Ausstoß. Zweitens, dein Feuerzeug hat einen erhöhten CO2-Ausstoß. Drittens, Zigarettenfilter enthalten Haufen tödliche Chemikalien, die, wenn man den Zigarettenfilter auf den Boden schmeißt, vom Regenwasser ausgewaschen werden, ins Grundwasser gelangen können und damit letztendlich ins Meer. Und dadurch kann das unter anderem das Nikotin, das im Zigarettenfilter nämlich zu noch größeren Konzentrationen als im eigentlichen Tabak, weil es ja im Filter angereichert wird, enthalten ist, kann dann zum Beispiel Nervenlähmungen bei Fischen erzeugen, die dann unter anderem möglicherweise dadurch ersticken könnten. Ist man jetzt gerade am Forschen, war noch lange Zeit gar nicht so bekannt. Finde ich sehr spannend, wollte ich auch mal irgendwann ein Video zu machen. So, und so einer, der einem quasi mit sowas auf offener Straße entgegenkommt, der ist nicht gerade beliebt. Beziehungsweise, die übertreiben es einfach so maßlos und führen ein derartiges, nicht nachmachbares Extremisten-Leben, dass die halt in irgendwelchen Bäumen schlafen und so ein Quatsch, den sie irgendwelche schönen Namen gegeben haben und den sie jeden Morgen einmal den Ast umarmen und so weiter, mit Sicherheit. Das führt einfach in der Sache uns nicht weiter, weil diejenigen werden schlicht und ergreifend von keiner Sau ernst genommen. Insbesondere, wenn sie einem dann halt noch irgendwelchen Quatsch von freier Liebe und irgendwelchen Hippie-Kulturen und sonstigen Zeugs erzählen. Meiner Meinung nach. Ich finde das also einfach nur falsch.
Auch wenn wir in der Sache, im Endeffekt, in der grundsätzlichen Position einer Meinung sind. Der Weg dahin, den würde ich aber ganz, 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 ganz anders gehen und wirklich von Extremen auf jeden Fall abweichen wollen. So, denn eben dieser grüne Terror, das wird immer intensiver. Ne? Es gibt kaum noch Leute, die schaffen, sich für Umweltschutz stark zu machen, ohne gleich allen, die jetzt sagen, allen, die damit erstmal nicht so viel am Hut haben, furchtbar auf die Nerven zu gehen. Weil du kriegst niemanden überzeugt, indem du ihm so sehr auf die Nerven gehst, dass er dich hasst, dich verabscheut und mit dir überhaupt nichts zu tun haben möchte. Und dann soll er dir aber glauben, dass du recht hast. Das kann einfach nicht funktionieren und es geht nicht in meinen Kopf, wie die bitte glauben können, dass die irgendwas, außer dass es natürlich länger dauert, den Wald abzuholzen, weil sie an dem Baum betoniert sind, wie sie da abgesehen davon irgendwas erreichen wollen. Ich meine, die Polizei muss sie da rausholen. Ne? Die haben die hoheitliche Aufgabe, auf ihre entsprechende Regierung zu hören und müssen das dann machen. Ob die wollen, dass der Wald wegkommt oder nicht, ist völlig zweitrangig. Die müssen das dann machen und das kann man ihnen nun wirklich auch nicht übel nehmen. Also das halte ich auch immer für eine ganz, ganz, ganz bescheuerte Einstellung, wenn man dann als Demonstrant, und ich war auch schon häufiger mal auf Demos, 5, 6, 7 Mal bestimmt, 7 Mal, 6 Mal, jedenfalls. Das finde ich total daneben, wenn man dann nicht schön auf die Anweisungen der Polizei achtet, weil die sind ja dafür da, dass ja jeder hier auch sicher entsprechend wieder nach Hause geht. Wir wissen alle, dass so eine Großversammlung durchaus mal sehr schnell sehr in die Hose gehen kann und es dann sehr schnell sehr viele Verletzte geben kann. Und das will ja hoffentlich bitte niemand. Gut, jetzt sind das nur 100 bis 150 Nasen, die da in den Bäumen hängen. Das wird wahrscheinlich ohne allzu große Komplikationen abgehen, hoffe ich. Wir wissen jetzt, dass eben dann, wenn dieses Video online geht, wisst ihr das wahrscheinlich schon besser als ich jetzt, der ich hier jetzt in meinem Keller hocke und aktuell nicht viel mitbekomme vom Weltgeschehen. Aber ja, also ich halte das für grundfalsch, die Art und Weise, wie da eben entsprechend von dieser Gruppe protestiert wird. Und dass die linksradikalen Spinner, die dann nur um zum Krawall machen, noch vorbeikommen und einfach nur, weil sie sauer sind, auf die hoheitliche Gewalt mit Steinen schmeißen wollen und so weiter und so fort. Und von dem brauchen wir gar nicht erst reden. Das ist natürlich unter aller Sau und die gehören selbstverständlich nach Möglichkeit eingesperrt, was schwierig ist, aber ja. Und auch nur bei den nicht extremen linken Spinnern. Also die zwar schon spinnen, also die Typen, die da auf dem Baum hocken zum Beispiel. Ne? Grundsätzlich verstehe ich ja, was die wollen. Das ist mir grundsätzlich auch sympathisch. Und dass sie grundsätzlich ihr ganzes Leben hinwerfen wollen, um den Planeten zu retten, ist irgendwie positiv. Führt zu nichts, aber ja. Ne? Das ist irgendwie positiv. Auf verquere Art und Weise. Wie so ein kleines, niedliches Kind, das im Grunde echt niedlich ist, das aber trotzdem völlig bekloppt ist, weil es zum 5. Mal auf die Herdplatte langt. Au! 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 Ungefähr so kommen mir die vor, so intellektuell. Gut, das war also Gruppe Typen im Wald. Jetzt haben wir den Energiekonzern. Besagter lieber Energiekonzern hat sich in der Öffentlichkeit gefühlt, nach dem, was ich recherchieren könnte, exakt 2 Mal zu Wort gemeldet, beziehungsweise noch ein 3. Mal, dass sie das jetzt machen wollen, wenn man das als Wortmeldung zur Kenntnis nehmen möchte. Und zwar einmal als Brief an die Kohlekommission, der auf der Presse vorliegt und wo mehr oder weniger drinsteht, in schönen Worten, ohne Sachgründe zu nennen, das ist der springende Punkt, dazu komme ich aber am Schluss noch, dass die zwingend roden müssen, weil die müssen zwingend roden, um die Energieversorgung sicherzustellen, weil sonst geht ihnen die Kohle aus. So mehr oder weniger, das steht da drin. So. Zweite Äußerung, die man öffentlich mitbekommen hat, dass sie halt eben bis circa Mitte Oktober abwarten wollen mit der Rodung, weil dann das Verfahren durch ist und aus Fairnessgründen wartet man so lange. Das müssten die nicht mal zwingen, sie könnten tatsächlich sogar vorher anfangen, weil es irgendwie kein Gesetz gibt, dass das erstmal vorläufig verbietet, dass sie da roden, sondern sie könnten es tatsächlich vorher schon tun, müssten dann sozusagen, wenn da rauskommt, dass sie es gar nicht gedurft hätten, hinterher irgendwie Strafe zahlen. Soweit habe ich das einigermaßen hoffentlich richtig kapiert. Aber jedenfalls gab es auch die Äußerung, dass sie halt eben bis Mitte Oktober warten wollen. Gut, mehr haben die der Öffentlichkeit nicht gesagt. Sonst weiß man nur, sie wollen roden, es ist ihr Wald, sie dürfen es, sie haben den Antrag eben durchgekriegt und so weiter und so weiter.
dadurch, dass die sonst nichts gesagt haben, können wir die an der Stelle auch schon abhaken. Abgesehen davon, dass man noch darauf hinweisen will, dass ich darauf hinweisen möchte, ist ein großer Energiekonzern in Deutschland ein böses Unternehmen? Ja, zu etwa 80% wahrscheinlich schon. Ne? Gehe ich schon ziemlich von aus, insbesondere wenn sie so sich so wahnsinnig an die Kohle klammern, um da unbedingt noch jeden bisschen letzten Cent noch rauszuquetschen und jedes bisschen Kommerz entsprechend noch mitzunehmen. Wirkt für mich unglaublich unsympathisch, diese riesen Energiekonzerne sind ja auch nun wirklich nicht als Gutmenschenunternehmen bekannt. Die sind ja schon derart konstruiert als riesige Kapitalgesellschaft, dass man ohnehin nicht mehr, und das geht mir da auch tierisch auf den Nerven, irgendeine Person wirklich ausmachen kann oder eine Gruppe von Personen, die da in irgendeiner Form wirklich für diese Firma verantwortlich zu sein scheinen. Die haben ja auch sowas wie einen Vorstand, aber diese riesigen Energiekonzerne sind für mich eher so eine Art Roboter. Die arbeiten nach dem Prinzip Gewinnmaximierung. Walz dich vorwärts zu Gewinnmaximierung. Alles andere ist erstmal relativ egal. Hier und wieder müssen wir dann, um die Bevölkerung nicht allzu sehr gegen uns aufzubringen, nochmal ein ganz kleines bisschen so ein paar Peanuts an Geld wieder hinwerfen. Als Ausgleichszahlung, wenn wir gerade ein komplettes Dorf verschlungen haben, um darunter die Kohle entsprechend abbauen zu können, dann müssen wir halt mal ein kleines bisschen was ausgeben. Aber rechnet sich ja trotzdem noch. Gewinn wird ja trotzdem eben entsprechend noch maximiert. So kommt mir das zumindest vor. Wer jetzt gute Gründe kennt, weshalb RWE ein guter Energiekonzern und keinesfalls irgendwie besonders schlimm wäre, der darf die gerne nennen. Nur weil ich jetzt sage, dass RWE schlimm ist, sage ich ja nicht, dass irgendwelche anderen großen Energiekonzerne besser wären. Ich kenne keinen. Also die sind wahrscheinlich alle ungefähr in die gleiche Schublade, beziehungsweise noch besser in den gleichen Sack zu stecken. Und wenn man den dann an den bald nicht mehr vorhandenen Baum hängt und draufhaut, trifft man immer den richtigen. Aber nur bildlich gesprochen, ja. Nicht auf die Idee kommen, sowas dann tatsächlich technisch umsetzen zu wollen, weil sonst könnt ihr euch zu den radikalen Spinnern im Wald gesellen. So, dazu später noch ganz wesentliche Punkte, weil ich habe auch noch irgendwann mal ein Fazit. Dann, wir haben die Anwohnervereine. Meiner Meinung nach, beziehungsweise Bürgerbewegungen und Ähnliches. Meiner Meinung nach ist das der richtige, wenn auch natürlich der nicht besonders fruchtbare, weil es ist sauschwierig, Weg des Widerstands. Da gibt es zum Beispiel eine große Bürgerbewegung in dem Ort, der halt neben dem Hambacher Forst liegt. Und immerhin hat die Vorsitzende davon, ist eine Frau, Namen habe ich, bitte, ne, nehmt es mir nicht übel, ich bin kein Journalist, ich kann mir Namen nicht merken, habe ich wieder vergessen. Jedenfalls hockt die auch in der Kohlekommission in Berlin und hat mords viel Arbeit mit hin und herfahren und so weiter und so fort, also das kann ich mir schon vorstellen. Und gleichzeitig ist er halt vor Ort und guckt jeden Tag gefühlt auf den Wald und geht da spazieren und lässt den einen, der am längsten im Baumhaus hockt, bei sich im Keller die Wäsche waschen, laut Presse. Aber das scheint, glaube ich, schon zu stimmen. Sie hat sich da nicht beschwert und findet die grundsätzlich auch sympathisch, weil wenn die da nicht hocken würden, der Wald vielleicht schon weg wäre. Hat sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt ganz unrecht. Ich könnte es mir aber auch nicht unbedingt vorstellen, dass der Wald einfach so gefällt worden wäre, wenn es solange noch das Verfahren eben entsprechend da läuft und so weiter. Aber jetzt warten sie ja auch wieder mit den Fellarbeiten, bis das Verfahren entsprechend durch ist. Also hätten sie das wahrscheinlich vorher auch schon getan, ist meine Vermutung. Aber gut, kann man so oder so sehen. Jedenfalls hat die eine Petition gestartet und leider Gottes, auch wenn so eine Petition in 99% der Fälle überhaupt nichts bringt, ist das halt das eine Tool, was man zur Verfügung hat, um in solchen Fällen dann rechtsstaatlich eben entsprechend protestieren zu können. Man kann natürlich auch noch klagen, was in diesem Fall einfach keinen Sinn macht. Das große, große Problem und der große, große Vorteil, den RWE da eben entsprechend hat, ist, dass das ihr Wald ist. Den haben die nun mal rechtmäßig erworben. Und ob man jetzt hingeht und emotional der Meinung ist, dass der Wald allen gehören sollte und für die Nachwelt unbedingt erhalten bleiben sollte, was durchaus so ist, oder nicht, ändert erstmal nichts an der Rechtssituation. Und beim Rechtsstaat ist nun mal die Rechtssituation erstmal ziemlich bindend. Und da man jetzt halt auch leider eben keine entsprechende super seltene Art, um aus naturschutzfachlicher Sicht diesen Wald unbedingt jetzt schützen zu lassen, nicht gefunden hat, ist, wenn man wirklich auf der rein rechtlichen Ebene bleiben möchte, der Kampf gegen die Abholzung des Hambacher Forstes wahrscheinlich so ein bisschen aussichtslos. So rein von der rechtsstaatlichen Ebene her gesehen. Das heißt nicht, dass man ihn nicht trotzdem führen muss.
Das ist eine ganz andere Frage. Allein schon wegen dem Symbolcharakter. Denn die Auseinandersetzung um eben diesen Hambacher Forst hat ja inzwischen wirklich einen derartigen symbolischen Wert erreicht. Klimaschutz versus Kohle. Ne? Neue Energien versus alte fossile Energien. Naturschutz versus Großkonzern. Und man kann da jeden beliebigen Konflikt, wo es irgendwie gut gegen böse in Anführungszeichen geht, aus meiner Sicht gar nicht so unzutreffend, dieser Vergleich, kann man da fast jeden Konflikt in irgendeiner Form da rein projizieren. Es ist also eine Schlüsselrolle, dass da die aus meiner Sicht gute Seite sich einfach so sehr ins Zeug legen sollte, wie sie nur irgendwie kann, um halt zu verhindern, dass das dann dazu kommt, was fast unausweichlich sein dürfte, wenn nicht die Kohlekommission da eventuell noch ein Veto einlegt, die aber dazu auch keinen Bock hat. Zur Kohlekommission kommen wir später. Ne? Also die Einwohnerschaft teilt sich aber auch so ein bisschen in zwei Lager auf, nach dem, was ich mitbekommen habe. Ich bin halt leider nicht vor Ort. Das wäre natürlich praktisch, wenn das jetzt ein baden-württembergisches Problem wäre, wo man einfach einen besseren Bezug zu hat. Ich kenne die Pottler-Seele leider nicht so intensiv. Ne? Ich kenne persönlich aus dem Pott oder aus dem Rheinland oder wie auch immer ihr das jetzt in eurer individuellen Ecke jeweils nennt, kenne ich leider zu wenig Leute persönlich. Leider, leider, leider. Und deswegen ist das zum Teil ein bisschen schwierig jetzt als Baden-Württemberger da diesbezüglich und Niedersachse gebürtiger, sich da diesbezüglich allzu sehr in die seelischen Zustände der Anwohner hineinzuversetzen. Aber wohl gibt es auch ein Lager neben denen, die das scheiße finden. Ein paar, die da einfach keine Meinung zu haben und neutral sind. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Man muss ja auch nicht zu allem eine Meinung haben. Finde ich wirklich, dass die Notwendigkeit besteht nicht. Wenn du überhaupt keine Ahnung von einem Gebiet hast, dann musst du da doch keine Meinung zu sagen. Deswegen halte ich mich auch aus allem anderen raus als Umweltpolitik, wenn es um Politik geht auf diesem Kanal. Nicht, dass ich da keine Ahnung von hätte, aber ich bin zumindest der Meinung, dass meine Meinung diesbezüglich nicht unbedingt öffentlich kundgetan werden muss. Andere Gruppe. Andere Gruppe sind die Nutznießer von dem entsprechenden Konzern. Ne? Wie das mit so Großkonzernen so ist, dann haben die meistens in der Region, in der sie tätig sind, auch einen Haufen Angestellte. Und gegebenenfalls zahlen sie denen gar nicht mal so schlecht Geld und die haben gar nicht mal so schlechte Arbeitsbedingungen und die empfinden eine gewisse Vertrauensbasis, Verantwortung, Freundschaft, Beziehung zu ihrem Arbeitgeber, was ja völlig legitim ist. Ich hätte auch nie wo arbeiten wollen, wo ich mit meinem Arbeitgeber so überhaupt nichts anfangen kann. Emotional. Ich habe ja keinen mehr. Wie dem auch sei, jedenfalls, das wäre schlimm gewesen. Deswegen kann man das auch so irgendwo verstehen. Und gerade in der Region soll wohl, nach Angaben dessen, was ich recherchieren könnte, konnte durchaus für das eine oder andere Projekt auch mal ein wenig Geld aus Richtung RWE eben entsprechend geflossen sein, weshalb man die nicht nur negativ wahrnimmt. Auch wenn sie meiner Meinung nach ziemlich negativ sind. Aber das ist nur meine Meinung. Ne? Die Meinung vor Ort kann da etwas variieren. Weshalb es also eben auch Leute gibt, die sagen, ja gut, aber solange wir jetzt noch unseren schönen Tagebau haben, insbesondere die, die halt eben arbeiten, dann machen wir auch unseren schönen Tagebau noch weiter, solange wir den halt eben entsprechend noch haben. Ne? Noch 3 Jahre zusätzlich arbeiten ist besser, als jetzt gleich arbeitslos sein. Kann man menschlich durchaus nachvollziehen. So. Dann haben wir das Land, also sprich Nordrhein-Westfalen. Und die, ich habe mir als Notiz gemacht, sind scheiße. Ich finde es wirklich einfach unter aller Sau, dass der Ministerpräsident sich diesbezüglich einfach nur mit "Nö, machen wir nicht, die dürfen roden" geäußert hat und sich gespart hat, sich diesbezüglich einfach ausführlich wirklich ganz genau darzulegen, was jetzt seiner Meinung nach hier das Problem ist, dass er den Konflikt versteht, dass er da irgendwie in irgendeiner Form irgendwas gerne unternehmen würde, aber es nicht kann, weil wir halt nun mal ein Rechtsstaat sind und die Rechtslage eindeutig ist. So hätte ich mich da zumindest rausgeredet. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass diesbezüglich wirklich wenig Äußerungen von dem vorliegen. So, jetzt muss man auch noch hinzufügen, dass nicht nur die schwarz-gelbe Regierung, die wir aktuell, also die ihr da aktuell habt, ich nicht, irgendwie daran beteiligt ist, dass das jetzt stattfinden kann, sondern selbst Rot-Grün hat damals noch die Genehmigung bereits erteilt, dass die halt eben quasi in dem Loch bei Hambach, in dieser Hambacher Grube, nennen wir es jetzt einfach mal so, schalten und walten können, mehr oder weniger, wie sie wollen, ohne dass ihnen von Seiten der Landesregierung da Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Weil
Das hat der entsprechende grüne Politiker, der da damals wohl für diese Entscheidung mitverantwortlich gewesen ist, folgendermaßen erklärt. Da gab es so einen Deal, aber um es mal mit den Worten eines bekannten amerikanischen Politikers auszudrücken, der so aussah, dass die in Grube A irgendwo anders aufhören zu buddeln, damit Dorf A bei Grube A nicht umgesiedelt werden muss. Und da ging es wohl irgendwie um die Heimat von 15.000 Leuten. So. Und das wollte man unbedingt vermeiden, dass diese 15.000 Leute entsprechend umgesiedelt werden sollen, müssen. Und das ging nur, indem man halt eben RWE da einen Deal angeboten hat. Nämlich, wenn wir da aufhören zu buddeln, dann wollen wir aber freie Hand beim Buddeln in Loch B. Und Loch B liegt jetzt leider neben dem Hambacher Forst. So, das war halt eben entsprechend der Deal. Und das finde ich jetzt die richtige Reaktion eines Politikers. Man erklärt, warum man das da so gemacht hat, mit sachlichen Argumenten, weshalb das damals eine gute Idee wohl gewesen sein könnte. Und er steht dazu und er sagt, er würde das auch wieder so machen. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Definitiv. So. Außerdem, der gleiche Mann hat auch einen Baum unter Patenschaft im Hambacher Forst genommen und ist jetzt trotzdem dagegen, dass der platt gemacht wird. Das eine und das andere sind ja kein Widerspruch. Zumal sich ja die Situation anders als damals jetzt so darstellt, dass die den Wald noch kurz vor wahrscheinlich Ende der Kohle noch platt machen wollen. Was ja nochmal wirklich was ganz, ganz anderes ist, als dass sie ihn meinetwegen vor 10 Jahren oder was platt gemacht hätten. Da hätte man dann ja sagen können, ja, das ist schade, schade um den schönen Wald, das sollte man nicht tun aus ethisch-moralischen Gründen, aber rechtlich gesehen gibt es überhaupt keinen Zweifel und dann wäre es mir schwer gefallen, irgendein Argument dagegen überhaupt noch zu finden, die Argumente kommen noch. Aber so finde ich das eigentlich ganz in Ordnung und da muss ich sagen, die Reaktion der Vorgängerregierung, so wie sie jetzt eben erklärt worden ist, also in Form von diesem grünen, wie auch immer der heißt, der jetzt in Rente ist, glaube ich, der ist nicht mehr in der Politik tätig, in Pension, ist man da in der Pension? Ich glaube schon. Das fand ich jedenfalls relativ schlüssig bei meiner Recherche diesbezüglich, aber ihr dürft euch das gerne selber auch nochmal entsprechend zusammen recherchieren und dann anderer Meinung sein. So, dann gibt es die Bundesregierung. Die hat sich scheinbar noch nicht geäußert, weil es gibt jedenfalls keine Zitate von irgendwem, der da wichtig wäre. Kann man auch so ein bisschen verstehen. Davon abgesehen ist das Landessache und geht hier nichts an. Abgesehen von eben dieser Kohlekommission. Da hocken ja auch durchaus Leute drin, die in sonstiger Funktion auch noch im Bundestag tätig sind und so weiter und so fort. Besagte Kohlekommission kommt jetzt sofort, weil das die einzige Abteilung, wenn man jetzt so möchte, der Bundesregierung ist, die da überhaupt irgendwas mit zu tun hat. Die Kohlekommission ist jetzt, glaube ich, Anfang des Jahres gegründet worden und hat die vage Aufgabe und leider nur die vage, auch wenn der entsprechende Expertenrat der Bundesregierung mit den ganzen Naturwissenschaftlern und sonstigen Experten, die sich mit dem Thema Energiewende auskennen, gesagt hat, man soll doch bitte der Kohlekommission, die auch anders heißt, die hat irgend so einen fancy, tollen, super langen Namen, auf den Weg geben, dass tatsächlich das Endziel politischerweise das erwünscht ist, das konnte man aber nicht, weil man sich nicht einigen konnte, darin besteht, dass die einen Termin für den Kohleausstieg nach Möglichkeit noch vor 2020, damit man die dazu gesteckten Klimaziele sogar noch erreichen könnte, was nach Meinung vieler anderer Experten durchaus noch möglich wäre, wenn man dann den Kohleausstieg jetzt sehr zügig oder halt zumindest einen Fast-Kohleausstieg eben entsprechend noch realisieren kann. Gut, jedenfalls, die wollten alle, diese Kommission soll sich in ihrer Hauptschrift, warum sie eigentlich existiert, eben dieses Ziel setzen, einen Termin finden. Jetzt steht aber leider wahrscheinlich nur irgendwie rumklausuliert mit diversen Hintertürchen drin, dass sie einen eventuellen oder es versuchen und so weiter und so fort. Aber es ist jedenfalls nicht so konkret, wie wir das gerne gehabt hätten. Also die zuständigen Leute, die sich da auskennen und ich, der ich mich da zwar nicht auskenne, das aber trotzdem gerne so gehabt hätte. Gut,
Die haben zuerst angefangen, über das Thema Hambacher Forst zu diskutieren, haben dann beschlossen, dass das viel zu klein und regional ist, um sie was anzugehen, haben es dann wieder sein lassen. Und der letzte Stand, den ich rausfinden konnte, war der, dass sie jetzt allerdings von der Umweltministerin die Auflage bekommen haben, die Überlegungen, also den Hambacher Forst in ihre Überlegungen mit einzubeziehen. Ne? Also nicht einfach zu ignorieren, dass dieses Problem auch noch besteht, sondern das halt irgendwie in irgendeiner Form mit einfließen zu lassen. So, und seitdem habe ich Stand morgens, nachmittags am 13. September 2018, da habe ich zuletzt das Internet benutzt, keine neuen Informationen eben bezüglich dessen bekommen können. So, und jetzt müssen wir nochmal einen Schnitt machen. Auch wenn gerade einer war, aber der war technisch bedingt, diesen hier mache ich jetzt automatisch. Das wäre ja jetzt eigentlich alles so weit auf einen Nenner zu bringen, dass man sagt, okay, der Widerstand ist als symbolischer Widerstand unglaublich wichtig, bei der großen Rodungsaktion da eventuell auch aufzutauchen, um ein bisschen mitzudemonstrieren, denke ich auch ehrlich gesagt drüber nach, sehr, sehr friedlich natürlich und mit deutlichem räumlichen Abstand zu den Krawallmachern und Steinschmeißern, aber grundsätzlich mal aufkreuzen und Plakate schwenken und so weiter und so fort, ich war zu lange nicht auf einer Demo, einfach fürs gute Gefühl und um ein bisschen Präsenz zu zeigen, in Anbetracht dessen, dass ich dann vielleicht sogar da diesbezüglich noch ein kleines Videochen machen könnte, um da gegebenenfalls noch ein ganz kleines bisschen meinen winzig geringen, aber immerhin ein bisschen höheren als x-beliebige Einzelpersonen sein, Einfluss politischer Art, vielleicht ein kleines bisschen, ein ganz winziges bisschen. Darüber hätte ich jetzt nachgedacht. Ne? Denke ich übrigens immer noch darüber nach, aber davon mal abgesehen, wäre es dann dabei ungefähr geblieben, weil man aus rechtsstaatlicher Sicht eben nicht dagegen vorgehen kann und das dann wahrscheinlich trotzdem dazu kommt, dass aber scheiße ist und man das dann auch schön rausposaunen kann. Aber. Es gibt da noch eine Sache, die müssen wir noch besprechen. Und zwar gibt es da noch einen ziemlich großen Haufen dampfende Scheiße, der da in einem Hinterzimmer vor sich hin zu liegen scheint. Und alles, was ich jetzt sage, ist natürlich so halb spekulativ, weil das alles schwer zu beweisen ist, ob es sich da jetzt nun um Fake News oder sonst was handelt. Aber folgendes, wenn man sich jetzt mal anguckt, die Karte, die man findet, wenn man sich da mal ein bisschen mit dem Gebiet auseinandersetzt, dann sieht man ein Loch im Boden. Und man sieht da in der Nähe des Lochs vom Boden, in einem gewissen Abstand, die Kante vom Wald, die gerodet werden soll. Und jetzt hat sich da haben sich da diverse Journalisten eben die Mühe gemacht und haben mal ein bisschen geguckt, wie weit ist denn dieser Wald, der da jetzt sofort gerodet werden muss, um die Energiesicherung Deutschlands sicherzustellen, weg von der Abbruchkante von dem eigentlichen Krater, in dem die Steinkohle abgebaut wird. Und dann kommt man da unterschiedlich, an verschiedenen Stellen verschieden weit weg, aber so was 300 bis 400 Meter ist an manchen Stellen der Fall. So, nagel mich bitte mit den Zahlen nicht fest, aber so grob, ganz, ganz, ganz grob, das reicht für unsere Zwecke. Jetzt sagt man ja, man muss da eben entsprechend, ne, jetzt gleich roden, damit man dann jetzt immer schön sicherstellen kann, dass genügend Kohle nachkommt. Aber man hat recherchiert und das ist interessanterweise von RWE auch überhaupt nicht angezweifelt worden. Das heißt, die haben nicht widersprochen, die haben sich dazu diesbezüglich überhaupt nicht geäußert. Und wer gar nichts sagt, der kann nichts beitragen, was einem helfen würde. Und deswegen hält er lieber die Klappe. Also nichts sagen ist in diesem Fall extrem verdächtig und meiner Meinung nach fast schon ein Schuld eingestellt, in Anführungszeichen. Denn die haben in den letzten Jahren in Richtung Wald maximal 150 Meter abgetragen. Jetzt ist der Wald aber noch circa 400 Meter weit weg, ne? Ungefähr. Oder die haben auch nur mal 125 Meter abgetragen. Irgendwie sowas um den Dreh. Nageln wir uns auf den Zahlen nicht genau fest. Tatsache ist jedenfalls, wenn die jetzt noch 2 Jahre baggern würden, dann hätten sie die Grenze des Waldes noch überhaupt nicht erreicht. Der Abbruchkrater würde also noch nicht an die Bäume rankommen. So, jetzt weiß ich nichts von Tagebau. Ich weiß aber, dass nur weil man sich mit einem Krater, einem Wald nähert, deswegen nicht der ganze Berg runterrutscht oder da in irgendeiner Form irgendein Sicherheitsrisiko, dass da irgendwelche Bäume runterbrechen und in den Krater fallen und so weiter und so fort besteht. Das weiß man auch dann, wenn man sich mal die Kreidefelsen bei Rügen anguckt. Da steht der Wald auch direkt an der Abbruchkante und da fällt nur dann ein Baum runter, wenn tatsächlich der Boden unter ihm vom Meer abgetragen wurde. Vorher nicht. Es gibt da überhaupt kein Sicherheitsrisiko, was mir in irgendeiner
irgendeiner Form einleuchten würde, weil da hat man sich dann von Seite NRW, irgendein Minister von denen hat sich da diesbezüglich geäußert und gemeint, ja, das sind so irgendwelche Sicherheitsreserven und Sicherheitsvorschriften, das macht man dann halt so, ja, und deswegen muss das so sein. Was ich unglaublich spannend finde in diesem Zusammenhang, ne? Dass die behaupten, das muss so sein, dass da dieser der Wald jetzt schon weg muss, obwohl sie noch 400 Meter weit weg sind. Dass sich keine Sau die Mühe macht, und das ist höchst verdächtig meiner Meinung nach, sich da mal hinzusetzen und einfach mal wirklich die technischen Gründe zu erklären, weshalb ein, weiß nicht, nochmal zusätzlicher 200 Meter Sicherheitsstreifen zu einem Wald notwendig ist. Das macht keiner. Man sollte doch meinen, dass dieses Unternehmen weiß, wie man Tagebau betreibt. Also das unterstelle ich denen jetzt definitiv. Die wissen mit Sicherheit, wie das geht. Und dann können sie doch wie jeder Fachmann auf seinem Gebiet, sein Fachgebiet zumindest so sehr erklären, dass ein einigermaßen gebildeter, außenstehender Nichtfachmann grob versteht, warum irgendeine Vorschrift so ist, wie sie ist. Oder sind wir da bei der Bundeswehr und es handelt sich um eine zentrale Dienstvorschrift. Die haben mitunter wirklich wenig Sinn. Aber auch selbst da gibt es einen Hintergrund, weshalb die existieren. Und deswegen frage ich mich, warum macht sich RWE wirklich nicht die Mühe, einfach mal eine Gegendarstellung zu eben dieser Behauptung, dass die den Wald einfach nur abholzen wollen, weil sie lustig sind, obwohl sie eigentlich noch für 2 Jahre genug Kohle haben. Dass sie sich dazu überhaupt nicht äußern, sehe ich wirklich extrem kritisch und glaube wirklich fest daran, dass da die Kacke ein wenig am Dampfen ist und wir es damit ein wenig Gier zu tun haben. Weil, wenn sie den Wald jetzt schon abholzen, ne, und da jetzt quasi alles kahl machen, hoffen sie vielleicht, in Anbetracht dessen, dass das Kohle aus hoffentlich bald kommt, hoffen sie vielleicht, dass sie ja dann da noch ein bisschen weitermachen können, weil jetzt ist es ja eh schon egal. Sie wollen also quasi auf Teufel komm raus unbedingt das Einzugsgebiet ihres Kohleabbaus noch erweitern, bevor es möglicherweise verboten werden könnte, dass sie es erweitern. Das heißt, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, jetzt schon diesen Wald da wegzunehmen, einfach damit dann später kein Hindernis mehr ist und weil sie es können, wollen sie es jetzt halt noch tun, um sich auch ja noch das letzte bisschen Gold der Erde, also schwarze Gold in Festform, aneignen zu können. Ne? Also aus schierer Gier und Drang zur Gewinnmaximierung, wir können da noch ein bisschen was mitnehmen, wir könnten uns beliebt machen und sagen, ja okay, auch wir haben kapiert, dass die Kohle nicht ewig reicht und wir in irgendeiner Form auf regenerative Energiequellen umsteigen müssen, aber nein, wir plündern noch vorher aus, was noch da ist und das auf Kosten von 350-jährigen alten Eichen in einem Wald, der so vielen Leuten so sehr am Herzen liegt. Das muss noch unbedingt noch vorher gemacht werden. Ne? Das ist so meine Theorie, was da eigentlich die Hintergründe eben entsprechend darunter sind. Und normalerweise bin ich kein Freund von irgendwelchen entsprechenden Petitionen, werde mich aber nachher dann auch noch selber entsprechend in einer verewigen, die da dagegen vorgeht. Laut dem Zeug, was ich recherchiert habe, gibt es bisher erst in Anführungszeichen 80.000 Unterschriften. Gegebenenfalls kann man ja vielleicht da gegebenen noch mal 100 oder was hinzufügen. Vielleicht sind es auch 200 oder sonst irgendwie. Also ich werde auf jeden Fall entsprechend unterschreiben. Den Link, wie gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich finde, das ist eine Riesensauerei. Und wahrscheinlich wird selbst diese Erkenntnis oder diese Vermutung, weil beweisen kann ich da nichts und die entsprechenden Journalisten, die das gegebenenfalls aufgedeckt haben oder zumindest diese Tatsache mit dem Abstand zum Wald, die sie da aufgedeckt haben, das kann man auch auf Google Earth einigermaßen nachvollziehen. Ne? Wenn man sich da über Jahre ältere Satellitenbilder von Google eben entsprechend anguckt, da ist ja alles dran zu kommen. Ist ja überhaupt nicht schwierig, wenn man sich da ein bisschen auskennt. Die können das gar nicht leugnen, dass sie eigentlich so rein vom üblichen Vortrieb, der ja bestimmt nicht höher werden müsste, jetzt wo die Kohleförderung gedrosselt werden soll, ne? Dass sie da einfach noch mitnehmen wollen, was noch da ist, bevor es verboten ist. Und das finde ich eine so gigantische Sauerei, dass ich mich jetzt schon zum 4. Mal wiederhole. Aber das regt mich tatsächlich unglaublich auf und. Dann kann ich auch emotional so ein ganz kleines bisschen die Steinschmeißer verstehen. Aber wirklich nur so. So viel, ne? Also nicht, dass das wirklich sinnvoll wäre, jetzt bei so einem Quatsch mitzumachen. Also wirklich nur überhaupt nicht. Aber aufregen darf man sich und es scheiße finden darf man auch und ja,
und darüber informieren kann man. Und das habe ich jetzt versucht und vielleicht für irgendwas gut. Und wenn es soweit ist, dass die wirklich mit der Rodung anfangen, ich habe da noch keinen Termin. Also gegebenenfalls könnte man dann ja mal noch eine kleine Tour durch den Hambacher Forst machen, so mit der Kamera, und noch ein bisschen erzählen, was es da zu sehen gab. Als es den noch gab, könnte gegebenenfalls für irgendwas gut sein. Ich weiß es nicht. Wenn es irgendwie irgendwas bewirkt. Aber vielleicht habt ihr noch irgendeine Idee, was ich mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln, sprich so ein paar Leute, die man per Video erreichen kann, gegebenenfalls noch vielleicht in irgendeiner Form machen kann, was hilfreich wäre. Aber meine Meinung habe ich jedenfalls dargelegt. Situation erklärt habe ich meiner Meinung nach auch. Und habe versucht, das Ganze möglichst differenziert darzustellen, dass die das halt nun mal dürfen und trotzdem scheiße ist. Ja, mehr fällt mir dann zu dem Thema nicht ein. War jetzt ein aktuelles Zwischenvideo. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, aber war notwendig. Ich muss jetzt Blut spenden und dann auch sehr spannend soll, ich hoffe, das findet auch wirklich statt, weil ich habe da nur eine einzige Angabe zu Uhrzeit und Adresse in meiner Zeitung gefunden. Im Internet habe ich überhaupt nichts gefunden. Andererseits, es ist in Forbach. Forbach ist jetzt nun nicht gerade besonders Hightech, mitten im Schwarzwald. Und deswegen Angaben in der Zeitung würde ich da eher vertrauen als Angaben im Internet. Gut, aber davon mal abgesehen, da ist ein Vortrag zum Wolf, eine Infoveranstaltung, weil der ist jetzt schon wieder da gewesen und hat mal wieder ein paar Schafe gefressen, ich glaube 2 oder 3. Also 2 hat er wohl angekaut, drittes ist vor Schreck gestorben und ein viertes wohl auch irgendwie panisch ins Gebüsch und hat sich dann irgendwie, ist es auch irgendwie ums Leben gekommen, ne? Und deswegen die Angst vor unserem Wolf wächst. Das Witzige ist, besagter Wolf ist da aufgetaucht und hat da die Schafe geholt, so ein paar Kilometer neben einer Hütte, an der Evelyn und ich ein paar Tage vorher übernachtet hatten. Was die Sache interessant macht. Ne? Also Angst habe ich überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich persönlich gar nicht. Ich sehe den politischen Konflikt mit dem Wolf nach wie vor kritisch, dass das immer noch schwierig werden könnte, den bei uns zu integrieren. Aber persönliche Angst vor dem Tier überhaupt nicht. Und wenn ich mal tatsächlich einem begegnen könnte, oh, das wäre toll. Das wäre toll. Aber ob es eine gute Idee ist, den Wolf in Deutschland, das bin ich mir immer noch nicht. Nein, das muss man schon wollen. Das muss man wollen. Und ich kann auch verstehen, wenn man es aus verschiedenen Gründen nicht will. Aber Angst muss man vor dem nicht haben, nicht als Mensch. Er erzeugt Kosten vor allen Dingen. Das ist das Hauptproblem. Anderes Thema. Im Hambacher Forst gibt es keinen Wolf. Und bald sowieso nicht mehr, außer einen Erdwolf. Macht's gut.